Für IBM kommt das endgültige aus. Nach jahrelang rückläufigen Umsätzen bei Aldi ist das Unternehmen jetzt pleite. Die Albrecht-Brüder, gebt uns doch noch eine Chance. Und warum? Warum soll man denn eine Chance geben, was ich nicht? Zu und aus. Red Bull, die Mathe schützt bald am Ende. Tja, kann man nichts machen. Hoch hinaus. Ne? Ja, ja. Cool. Praktisch konkurrenzlos günstigen chinesischen Zulieferer für Straßenhändler brachten Supermärkte weltweit in Probleme. Nun gibt auch Tesco auf. Aber erste Bank kann Verbindlichkeiten nicht nachkommen. Puh. Walmart, mit dem Rückzug aus Deutschland begann der Abstieg. Als zuletzt auch der US-Markt einbrach, kam auch der Absturz an der Börse. Gestern Konkurs für Walmart. Die Insolvenz von General Electric ist auf Managementversagen zurückzuführen. Vodafone musste Konkurs anmelden. Panasonic ist zahlungsunfähig. Volkswagen steht vor dem Aus. Eine deutsche Tragödie. Puh. Roland Berger, laufen die Kunden davon? Schwierigkeiten hatte der amerikanische Finanz, ist jetzt schon lange. 2003 hatte Citigroup 230.000 Mitarbeiter. Morgen letzte Geschäftsstelle. Drei der verbliebenen Mitarbeiter gehen in Frühpension. E.ON, ein Stromlieferant fürs ganze Leben. Gestern erfolgte die Übernahme durch Gazprom. Tja, Russen. Tja. Nestle wurde in mehr als 50 Staaten, Bestechung von Politikern nachgewiesen und praktisch weltweit Geschäftsverbot. Nestle zieht sich auf den Heimatmarkt Schweiz zurück. Den Anfang vom Ende für Microsoft stand Linux, das freie Betriebssystem. Microsoft ist bedeutungslos. Bill Gates verbringt seinen Lebensabend in einer AIDS-Forschungsstätte in Botswana.
Insolvenz von Ankerbraut. McDonald's macht Diät. McDonald's hat mit starken Umsatzeinbrüchen zu kämpfen und zieht sich vom europäischen Markt zurück. Ja, gut.